So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 1. Oktober 2021. Es ist der erste Handelstag des vierten, des letzten Quartals des Jahres 2021. Es ist Freitag und wir wollen gemeinsam einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Ich muss mal ganz kurz hier ganz offiziell reinschreiben: Guten Morgen, Traders. So, da wo es gleich Pling macht, da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen hier während des Morning Meetings entsprechend zu stellen. Und soweit ich das hier überblicke, wird alles gut gestreamt. Das sieht auch sehr, sehr fein aus. Schön. Also, sollte sich das irgendwie ändern, lasst mich das bitte auch über die Chatbox wissen. Ach, ganz kurz, für alle diejenigen, welchen, die sich das jetzt hier über YouTube anschauen. Stichwort, falls hier irgendetwas nicht mehr so funktionieren sollte, wie es das eigentlich tun sollte. So, über Twitch gab es bis jetzt keine Probleme. Es gilt andersrum natürlich auch, dass ihr von Twitch rüberkommt auf den YouTube-Kanal dann entsprechend. Aber wie gesagt, da bei Twitch bis jetzt noch nie wirklich Schwierigkeiten aufgetreten sind, seitdem wir das machen, stelle ich jetzt hier einfach mal den Link rein für die YouTuber bis zu rüber nach Twitch, um dort dann dem Morning Meeting weiterzufolgen. Ja, wir wollen einen Blick natürlich auf den DAX werfen, auf die aktuelle Entwicklung, die wir dort zu sehen bekommen. Flasche unter die 15.000er-Marke. Ich muss ehrlich sagen, also ich hatte die Woche ja relativ positiv eigentlich für den DAX begonnen. Also im Hinblick auf meine Einschätzung hatte, oder wir hatten eigentlich grundsätzlich auch seitens der Price Action eigentlich ein klares Signal gesendet bekommen, welches er hier favorisiert hat, dass wir in Richtung eben der 15.800er-Region beziehungsweise dann der Allzeithochs uns aufmachen und sind jetzt überraschenderweise dann schon bereits relativ zügig zur oder durch die anziehenden US-Zinsen, so möchte man das hauptsächlich mal vielleicht ins Feld führen, unter das 15.400er-Level gerutscht. Dann als nächstes Level ist die 15.200er-Region im Mittelpunkt des Geschehens gerückt und die konnte jetzt auch nicht verteidigt werden. Relativ scharf verflasht dann jetzt zum Quartalsbeginn unter das 15.000er-Level, kurzzeitig jedenfalls. Und jetzt der Bounce. Den Bounce, den hatten wir, oder den hatte ich jedenfalls, so heute früh bei Twitter hatte ich den angekündigt. Der eine oder andere hat es vielleicht gelesen gehabt. Ich hätte gesagt, jetzt, nachdem wir einen kurzen Peaks nach unten gesehen haben, das machte so ein bisschen den Eindruck, als wenn es eine Übertreibung war, kurzzeitig nach der Markteröffnung, ist ein Bounce Richtung 15.200 denkbar. Ich war selber ehrlich gesprochen ein bisschen überrascht und ein bisschen skeptisch auch, ob das nicht ein bisschen arg optimistisch anmutet. Wie wir gleich sehen werden, nicht, überhaupt nicht optimistisch gewesen, sondern ziemlich zügig tatsächlich sogar der Retest erfolgt. Und das ist jetzt nur das Key-Level für die kommenden Stunden, auch mit Ausblick auf den US-Handel dann, wie wir es gleich sehen werden. Eine Rückeroberung der 15.2 würde das Bild erstmal so ein bisschen wieder neutralisieren, beziehungsweise hier so ein bisschen die Sorgen eben hinsichtlich eines weiteren Abverkaufs auf der Unterseite eben eindämmen. Wir schauen einfach mal, wie sich das in den Folgestunden präsentiert. Wie gesagt, Zins oder dann in dem Zusammenhang ganz besonders anziehende Inflationssorgen, die jetzt all over the place sind, um es mal so zu formulieren, sind nicht wegdiskutierbar, sind offensichtlich vorhanden. In dem Zusammenhang wollen wir auch einen Blick werfen auf Öl. Wir werden eine Nachbetrachtung natürlich von Triple BY hier zum Thema machen von gestern. Bed Bath & Beyond. Ich hatte das im Morning Meeting gesagt, mal gucken, ob die Earnings überhaupt so spektakulär sind. Und dann sind sie so schlecht gewesen, dass die Aktie nicht 30%, aber 25% auf jeden Fall hier abverkauft worden ist. Deutlich unter die 20er-Marke. Und das ist so extrem geworden zwischenzeitlich, dass ich dann für gestern tatsächlich sogar ja, einen Bounce-Play zum Thema gemacht habe. Der Bounce kam, nicht ganz so heftig, wie ich ihn erwartet hätte. Leider, leider allerdings ein bisschen zu spät. Also das heißt, ich bin aus einem Trade zunächst rausgeflasht worden und habe dann später in den Abend gesehen, dass die Bewegung sich eben oder herauskristallisiert hat. War ein bisschen ärgerlich, aber na gut. Also wir werden auf jeden Fall gleich eine Nachbetrachtung hier liefern. Bevor wir offiziell beginnen, natürlich einmal der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich eben, stellt man sich die Frage, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Dann kann man sich eine kostenlose Demo auf markets.com/de herunterladen und kann dort eben dann ohne Risiko mit dem Handel beginnen, früher oder später eventuell den Switch in Richtung Live machen, gehen. Vollständigen Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. In dem Zusammenhang dann dort auch die weitere Produktpalette, sprich also physischer Aktienhandel oder beispielsweise auch ETFs, das klassische sogenannte Multi-Asset Brokerage, welches dort in den Mittelpunkt des Geschehens rückt.
alle Fragen über Markets, zu Markets in diesem Zusammenhang gerne per E-Mail an die Elena. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, jederzeit gerne die Möglichkeit nutzen, unterhalb dieses Videos eure Fragen zu stellen. Auf meiner Webseite jk-training.com/forum oder über Twitter oder via Mail. Ich würde mich da freuen, eure Fragen zu beantworten. Heute früh hat mich eine erreicht über die Discord-Community, auf die gehen wir gleich auch nochmal kurz ein. Stichwort US-Handel, BBBY, aber da war auch die Frage zu Öl eben, wo wir einen Blick drauf werfen wollen. Nutzt da gerne die Möglichkeiten, wie gesagt, mit mir in Kontakt zu treten. Und dann switchen wir einmal hier rüber in die, zack, dann switchen wir hier einmal ganz kurz rüber in die Markets X Handelsplattform. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich stelle hier mal den Link ein. Ich will auch ganz kurz vorher jetzt noch was ankündigen. Das ist ganz wichtig vielleicht. Fällt mir gerade ein, das macht durchaus Sinn. Und zwar, ich muss mich ein bisschen sputen heute. Also sprich, ich habe tatsächlich um 11.30 Uhr einen Termin. Normalerweise endet das Morning Meeting um 11.30 Uhr. Demnach werde ich gegen 11.15 Uhr hier das Ganze dem Ende zukommen lassen müssen. Also solltet ihr Fragen haben, stellt die bitte jetzt. Also das heißt, möglichst zügig oder beziehungsweise im Anschluss an die von mir präsentierten Gedanken. Nicht, dass ihr Fragen habt, die danach erst kommen, aber die ich dann nicht mehr beantworten kann. Also wie gesagt, 11.15 Uhr ist heute am Ende mit Morning Meeting, einfach deswegen, weil ich dann 11.30 Uhr einen Termin habe. So, blicken wir ganz kurz auf den DAX, blicken wir auch hier auf die Entwicklung, beziehungsweise ich mache mal kurz Folgendes. Ich mache mal eben hier Twitter auf und hole mal meinen Tweet hier von heute früh auf den Schirm, beziehungsweise ganz kurz, Link in einem neuen Tab öffnen. Ich teile an der Stelle ganz kurz einen neuen Blogartikel. Einen neuen Blogartikel, nämlich innerhalb der Serie, was macht einen erfolgreichen Trader aus? Bis jetzt war das Feedback, so, ich gucke mal kurz, habe ich das richtig geschrieben? Nee, Blo auf den 9G. So, bis jetzt war das Feedback sehr, sehr gut, deswegen werde ich nicht müde, hier auch entsprechend innerhalb dieser Artikelserie entsprechend die Artikel weiterzuteilen. Nächste Woche kommt noch einer, dann nochmal eine Zusammenfassung Mitte Oktober mit den sieben Aspekten, die ich hier zum Thema gemacht habe. Es geht ein bisschen mal in eine andere Richtung. Also es ist nicht die klassische, was macht einen erfolgreichen Trader aus, sondern da sind einige Komponenten, die einfach auch mal zeigen, wie man das richtige, nicht nur Mindset entwickelt, sondern auch wie man seine kognitiven Stärken beispielsweise, das war einer der jüngeren Blogartikel, das ist jetzt nicht jener, hier beispielsweise findet. In dem Fall ist es eben so, dass wir die Frage beantworten, warum es wichtig ist, Routinen eben zu entwickeln und ausgehend von diesen Routinen dann eben Gewohnheiten zu etablieren, die es uns möglich machen, diese jederzeit abzurufen in unserem Trading, dann die möglichst optimale Performance ausgehend von eben dem Performen auf dem sogenannten aus einem Peak-Performance-Bereich eben tatsächlich zu agieren. Also das ganz kurz in dem Zusammenhang, wer sich hier fragt bei mir auf Twitter, was das mit diesem Blogartikel auf sich hat, aber unser Fokus hier, der soll tatsächlich auf diesem, so, der Twitter-Gott möchte, gibt er uns auch hier noch eine Grafik. Also ich habe heute früh da jedenfalls einen Chart eingestellt. Gut, ist auch egal. Also wir haben die Grafik jetzt gleich in der Handelsplattform. Also Open Range zwischen 14,985 und 15,051, Intraday-Vorteil unterhalb des EMA 50 zunächst Short, Bounce nach Flush unter 15K, also 15.000 zur Eröffnung, könnte uns erstmal zurück bis 15,2 führen. Und hier haben wir den DAX und hier sehen wir, das ist das, worauf ich mich bezog, also kurz nach 9, 9.20 Uhr, Pi mal Daumen, glaube ich, war der Tweet ein bisschen mit Verzögerung heute. Wir sehen diesen Flash, kurzer Peaks unter die 15.000er Marke, dieses Level hatten wir auch gestern zum Thema gemacht und dann kommt es eben hier zum Bounce gegen diesen Bereich. Wir sehen dann eben entsprechend hier diesen kurzen Peaks Richtung 15.180 und jetzt zunächst einmal Schwierigkeiten, höhere Hochs zu markieren. Das ist noch nicht dramatisch, so möchte ich es mal formulieren, aber nichtsdestotrotz, das könnte durchaus noch ein bisschen hakelig in den Wochenschluss hinein werden, sollten nämlich die US-Märkte heute Nachmittag sich dann unter Druck präsentieren. Wir haben innerhalb hier dieser Sequenz, die sich gegen die markierten Allzeithochs Ende August, beziehungsweise ich weiß gar nicht, oder was, Mitte August, ich glaube ja, ich glaube hier, das waren die Allzeithochs am 12. August und dann sind wir knapp nochmal dran gelaufen, aber haben diese nicht brechen können. Wir haben jetzt begonnen, eine Sequenz fallender Hochs zu etablieren. Das ist noch nicht wirklich dramatisch, also wenn wir uns das Bild jetzt hier beispielsweise im Hinblick auf den DAX anschauen, dann erkennen wir, nun ja, es ist eine leicht topische Struktur erkennbar, aber ein Ausverkauf oder eine tiefe Korrektur ist bis jetzt noch nicht auf den Weg gebracht worden. Aber wir laufen in einen Key-Bereich und das kann man hier relativ gut erkennen. Zum einen ist das jene Region hier der Juli bzw. der September, genau, September war es, September-Tiefs im Bereich um 15.000 Punkte und ergänzend dazu verläuft im Bereich um 15.000 Punkte auch die 200-Tage-Linie. Also das habe ich, die habe ich hier in blau einfach mal reingelegt.
Und so, ich gucke mal jetzt ganz kurz, das ist tatsächlich, ich muss nämlich mal kurz schauen, ich glaube, das ist ein MA, ne? Das ist genau, das ist kein EMA. Der Stelle, ich habe ab und an, ich wechsle immer so ein bisschen. Manchmal habe ich ein EMA, manchmal habe ich einfach nur Moving Average, also einen Simple Moving Average, einfachen gleitenden Durchschnitt an der Stelle. Und das ist jetzt in dem Fall wirklich die reine 200-Tage-Linie. Ist auch nur eine bloße Orientierung, aber sie hat eben eine Brisanz. Nicht nur, dass wir erkennen, das sind die Juli- bzw. August-Tiefs. Die ausgebildet worden sind, sondern ergänzend dazu, der ein oder andere hat es vielleicht in der medialen Finanzberichterstattung schon mal mitbekommen. Die 200-Tage-Linie wird zum Thema gemacht. Und es ist nicht zu unterschätzen, dass dieser relativ einfache, ich nenne mal Trendindikator an dieser Stelle, dass dieser wirklich eine Brisanz besitzt. Also, dass ausgehend hiervon beispielsweise Portfolios dann auch reallokiert werden. Also, sprich, beispielsweise ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie dazu führt, dass eben beispielsweise Portfolio-Manager. Beispielsweise im Blue-Chip-Bereich, dass die einfach dann anfangen, ihre sogenannte Exposure zu reduzieren. Parallel dazu, durch die anziehenden Zinsen aktuell vielleicht auch dann nochmal zusätzlich eine Motivation finden, entsprechend eben Bonds in diesem Bereich eben nachzufragen. Und das wiederum ist dann eine Konstellation, die alles in allem zu einer Rotation, sich einer beschleunigenden Rotation führen kann, aus Equities raus in Bonds hinein. Das ist durchaus etwas, was hier jetzt gerade unterstreicht, warum das ein durchaus brisantes Level eben tatsächlich aus rein technischer Perspektive für den DAX ist. Bis jetzt sieht es erstmal solide aus. So nennen wir das Wort mal. Das ist keine dramatische Performance auf der Unterseite bis jetzt gewesen. Das war eine leichte Übertreibung. Man hat auch relativ zügig dann beispielsweise in sozialen Medien. Also besonders bei FinTwit oder bei Twitter generell gesehen, oh, DAX unter 15.000 Punkte, du merkst dann einfach relativ zügig, das ist ein potenzielles Sentiment-Extrem. Und das ist zwar alleinstehend nicht ausreichend, um einen antizyklischen Trade auf den Weg zu bringen. Wir werden es gleich bei Triple BY nochmal etwas detaillierter auch beleuchten, aber es ist zumindest mal eine Indikation, dass wir besonders vielleicht auch nach den relativ, naja, heftigen Abschlägen, ich will es auch jetzt hier nie übertreiben, aber ausgehend von den Hochs gestern und der Nicht-Rückeroberung der 15.500er-Marke, dass wir vielleicht besonders innerhalb dieses einen Zugs, den wir dann auf der Unterseite gesehen, vielleicht ein bisschen überdehnt zunächst auf der Unterseite sind. Aber die Gefahr ist weiterhin definitiv gegeben, besonders wenn wir uns das hier aus technischer Perspektive betrachten. Ich möchte jetzt, um erstmal in Anführungsstrichen Entwarnung geben zu können, wollen, will ich sehen, dass wir hier diesen Bereich um diese Tiefs, die wir vorgestern, was? Vorvorgestern, am Dienstag ausgebildet haben, Bereich 15.200, 230 Punkte, dass wir diese Linie zurückerobern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass wir eben hier, und das zeichnet sich hier schon so ein wenig ab. Also wir haben noch kein konkretes Short-Signal in Anführungsstrichen, aber wir haben zumindest mal schon eine relativ klare Tendenz, die auszeigt, uns geht hier nach oben so ein bisschen die Luft aus oder der Widerstand beginnt sich kontinuierlich aufzubauen. Und genau dieses Austoppen gegen den Bereich jetzt um 15.200 Punkte, ausgehend von diesem Umstand, also wir haben jetzt hier den Bereich 1,80 Pi mal Daumen im Hoch gehandelt. Ich dehne das aus auf den Runden, auf das runde Level, die 200er Region. Der ein oder andere sagt vielleicht, dann gebe ich auch nochmal 30 Punkte, weil es eben ein potenziell psychologisch relevantes Level ist. Aber darum geht es gar nicht, da genau die punktgenauen Niveaus auszumachen, sondern es geht um die Region, gegen welche wir jetzt hier erstmal offensichtlich Schwierigkeiten haben. Und wenn es jetzt nicht gelingt, hier zügig über die 15.200er Marke zurückzulaufen. Und das wird schwer, weil wir haben nämlich bis zur US-Eröffnung jedenfalls keinerlei wirkliche fundamentalen Trigger, keine News, die in irgendeiner Form über den Ticker laufen. Also jetzt zumindest mal welche, von denen wir wissen. Wir können natürlich jetzt durchaus einen News-Release sehen, irgendwelche Breaking News, irgendwelche Ankündigungen von irgendwelchen Notenbankern, wie auch immer geartet, die dann eben einen bullischen Impuls nach sich ziehen. Aber in Summe ist es so, dass wir erst einmal hier in diesem Bereich ganz natürliche Schwierigkeiten bekommen sollten oder jetzt derzeit auch offensichtlich bekommen. Und ein erneutes Überrollen jetzt hier unter die 15.100er Marke an dieser Stelle wäre meiner Einschätzung nach dann dahingehend gefährlich, weil es nämlich für die US-Märkte heute Nachmittag die Gefahr birgt, dass mit zunehmendem Abgabedruck auch hier bevorstehendes Wochenende an der Stelle, entsprechend eben infolge der anziehenden Zinsen und so weiter und so weiter, also Inflationssorgen, die sich beginnen zu manifestieren,
investieren, parallel dazu eventuell stagflationäre Tendenzen, die sich abhängig dann von dem ISM-Einkaufsmanager-Index zum verarbeitenden Gewerbe herauskristallisieren. Heute um 16 Uhr werden die ISM-Manufacturing-Zahlen veröffentlicht. Ich würde denen jetzt nicht so ein großes Gewicht zugestehen, aber es ist zumindest mal ausreichend, um die aktuellen Sorgen hinsichtlich der Inflation weiter zu schüren. Stichwort Prices Paid, also das heißt die gezahlten Preise für die Dienstleistung, wenn diese weiter eine entsprechend bullische Tendenz, sage ich schon, Aufwärtstendenz zeigen, dann haben wir erstmal, mach das mal hier ganz kurz auf, also Indicators, ich glaube übrigens, das ist nicht gut, was ich jetzt mache, weil, muss man eben hier schauen. Business Confidence, ist das der ISM? Ja, sehr schön. Also, und zwar, das ist die Zahl, die heute veröffentlicht wird. Hier sieht man 1. Oktober. Aktuelle Erwartung liegt bei 59,6. Also leicht topische Tendenz, die sich weiter hier zeigt. Es ist allerdings weiterhin ein verhältnismäßig stark expandierendes Umfeld. Die Wachstumsschwelle liegt bei 50 Punkten an der Stelle. Aber was uns viel mehr interessiert, ist an der Stelle eben Prices, Pressures, also hier in dem Fall. Das wird sehr interessant sein. Ich muss mal kurz gucken, haben wir hier eine detailliertere Auflistung? Nein. Also Prices Paid, wenn diese Zahl hier Inflationsdruck suggeriert, während zeitgleich dieser Datensatz jetzt hier deutlich unter der Erwartung veröffentlicht wird, also 59,6 wird da erwartet, wenn wir jetzt bei 57 Punkten, 56 Punkten, also es wäre schon dramatisch, ehrlich gesagt, das wären tatsächlich die niedrigsten Niveaus, wenn wir in diesen Gefilden hier veröffentlicht würden, in dem Fall 57 beispielsweise, die in diesem Jahr aufgezeichnet worden sind. Also wir sehen, das niedrigste Niveau hatten wir hier noch im Januar. Seitdem haben wir uns kontinuierlich oberhalb von 58 Punkten bei den Prints entsprechend präsentiert. Kommt da jetzt eine 57 raus oder 57,2 oder 57,3, das spielt überhaupt keine Rolle. Und zeitgleich sehen wir eben entsprechend anziehende Preise. Ich sehe übrigens gerade, ich hätte gar nicht nach unten scrollen müssen, da sind wir, die Prices. Und wir haben hier entsprechend dann einen entsprechenden Print auf der Oberseite in Bezug auf eben die gezahlten Preise, sprich Inflationsdruck, der sich aufbaut, dann können sich im derzeitigen Umfeld infolge der angezogenen Zinsen in jüngerer Vergangenheit, hier haben wir die 10-jährigen Zinsen, die sich dann eventuell nach einer kurzen Korrekturbewegung jetzt hier in einem leichten Austoppen, leicht oberhalb von 1,5%, Rücksetzer in den Bereich um, knappe Konsolidierung unterhalb von 1,5%, wenn wir hier einen Tick zu sehen bekommen. Bei zeitgleich einem sich eher konjunkturell abkühlenden Umfeld, was eben sich widerspiegeln würde in einem solchen Einkaufsmanager-Datensatz, wie er heute um 16 Uhr veröffentlicht wird, dann haben wir durchaus ein Umfeld, welches nochmal stärkeren Abgabedruck eben provozieren könnte. In dem Fall, wir reden jetzt hier dann nicht mehr von dem DAX, sondern wir reden dann an dieser Stelle vom S&P, der ebenfalls derzeit sich entsprechend unter Druck präsentiert und der auch hier offensichtlich Schwierigkeiten hat, diesen Aufwärtstrendkanal zurückzuerobern. Also was wir erkennen können ist, wir sind aus diesem Hoppala. Jetzt habe ich mich verklickt. So. Nee, Interval wollte ich gar nicht ändern. Und zwar haben wir hier in diesem Zusammenhang eine ganz klar topische Struktur, die sich jetzt herauskristallisiert. Also der eine oder andere kommt vielleicht dazu zu sagen, zoomen wir mal ein bisschen rein, das ist doch eine potenzielle Schulterkopf-Schulter-Formation, würde ich sagen, absolut. Ob ich die jetzt so bezeichnen würde, man könnte es auch einfach sagen, das ist eine klassische Trendumkehr. Wir haben steigende Hochs, steigende Tiefs und beginnen jetzt hier eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs auszubilden, mit Bruch der ehemaligen relativen Tiefs, die diese Aufwärtsstruktur hier um 4.370 Punkte intakt gehalten haben. Also sprich etwas anders formuliert, was wir jetzt hier beginnen eben auszubilden, ist eine entsprechende topische Struktur und dann machen wir Folgendes. Wir könnten zum Beispiel ein projiziertes Kursziel mal ansetzen. So, wenn wir jetzt hier diese Nackenlinie ansetzen, auch klassischer Retest der Nackenlinie, der da stattgefunden hat. Hier kann man sehen, da kommt der Break. Ich mache das mal ganz kurz farbig. Violett. Kann man das erkennen, ich hoffe. So, also. Wir sehen entsprechend hier Break dieser Trendlinie, Retest Nackenlinie und erneut das Abkippen. Und was man dann gemeinhin tut, und da will man allerdings feststellen, dass vielleicht aus dieser Projektion hier schon ein Großteil der Bewegung vielleicht gelaufen ist. Was man machen kann, ist, man kann ein Lot ausgehend von den Hochs auf die Nackenlinie fällen und kann das dann hier entsprechend ansetzen, um ein Kursziel, das ist nicht so günstig, um ein Kursziel zu projizieren. Also ungefähr im Bereich
wo wir jetzt derzeit vorgestoßen sind. Das ist eine erste Kursprojektion an dieser Stelle. Jetzt wird man natürlich sehen, okay, dann sind wir ja größtenteils vielleicht schon fertig. Das, was man auch beobachten kann, das ist jetzt natürlich sehr technisch. Ich will das auch nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Ich arbeite da lieber mit klar ausmachbaren technischen Leveln, beziehungsweise an der Stelle auch mit dem Bias unter den Marktteilnehmern. Und zwar, dass man solche Bewegungen dann an dieser Stelle, in dem Fall sind es rund 150 Punkte, Pi mal Daumen, dass man die zum Beispiel mit Fibonacci-Extensionen multipliziert. Also in dem Fall wäre es beispielsweise so, dass wir hier von 174 runter bis 300 gehen, da sind wir ungefähr bei 170. Das Ganze multiplizieren wir mit einer Fibo-Extension von 1,618 beispielsweise, dann liegen wir bei 275. Und wenn wir von 275 eben hier dann entsprechend Kursziele projizieren, also 275 bei 4,475 ungefähr, Pi mal Daumen, dann landen wir bei 4.200 Punkten als Kursziel. Also haben durchaus nochmal Potenzial für 100 Punkte. Das würde auch dahingehend passen, weil wir dann nämlich in dieser Konstellation hier diese ehemaligen Hochs beispielsweise anlaufen aus dem Juni beziehungsweise aus dem Mai. Und dann auch fast schon in Bereiche um die 200-Tage-Linie uns eventuell bewegen. Also, aber wir arbeiten jetzt an der Stelle ganz besonders eben mit technischen Zielen. An der Stelle, wo ich ein bisschen Vorsicht walten lassen würde. Was mich ehrlich gesprochen hier viel mehr interessiert, beziehungsweise wenn ich bullisch wäre oder war, jetzt nicht mehr, muss ich mal ganz klar sagen, wir erinnern uns dran, ich hatte gesagt, die 4.3, das ist das Key-Level, also dieser Bereich hier, beziehungsweise, es war, ja, doch, die 4.3, ja, doch, 4.3, dieser Bereich, der sollte, muss gehalten werden. Wir müssen erstmal abwarten, ob wir jetzt ein höheres Tief ausbilden. Wir haben dann diesen Abgabedruck hier am Dienstag gesehen. Genau, am Dienstag gesehen. Und ich sagte ja, bis jetzt ist ja noch nicht viel passiert, außer dass wir eben nach dieser sehr scharfen Gegenbewegung auf diesen Ausverkauf oder Flashout letzte Woche hier auf Evergrande, ganz besonders zu Beginn der Woche, im Grunde genommen eine sehr starke Gegenbewegung gesehen haben. Mal gucken, ob jetzt entsprechend die Tiefs gehalten werden können von der letzten Woche. Sollten wir nochmal einknicken. Deswegen war das alles noch nicht wirklich dramatisch. Aber dieser fehlgeschlagene Bounce jetzt hier und die fehlgeschlagene Rückeroberung der 4.400er-Marke und jetzt ganz besonders die Markierung neuer Tiefs. Das ist ein ganz klar bärisches Signal, was hier gesendet wird und mir ehrlich gesagt im Gesamtumfeld eher noch sogar suggeriert, dass wir noch nicht fertig sind auf der Unterseite. Und ich gehe eher davon aus, dass wir bis in Gefilde, wie gesagt, um 4.200 Punkte laufen. Da sind wir haben es jetzt gerade eben ja selber hier ausgerechnet, sind wir allerdings auf vielen Wegen, die nach Rom führen, unterm Strich eben unterwegs. Denn man kann aus dieser Projektion auf dieses Ziel kommen, man kann ausgehen von dem Umstand, dass es sich um die Region, um die Mai-Juni-Hochs handelt, kommt man auf dieses Ziel. Grundsätzlich der Bias stellt sich verhältnismäßig bärisch eben tatsächlich dar. Also in Kombination ist das auf jeden Fall kein besonders prosperierendes Umfeld. Und genau dieser Ausblick hier, der birgt natürlich dann auch, ich denke, die Gefahr, in dieser Konstellation birgt die Gefahr dahingehend, dann auch natürlich auf die europäischen Märkte durchzuschlagen und in dem Fall den DAX nochmal in Richtung und auch deutlicher unter die heute früh ausgebildeten Tiefs knapp unter 15.000 Punkte eben zu drücken. Was natürlich einen ganz faden Beigeschmack hat, auch wenn das jetzt, naja, nur im Fintwit-Bereich gefühlt irgendwie zum Thema gemacht ist, ist, dass hier in diesem Bereich, dass sich da oben ein gewisser Herr Rosenfeld von seinem Position im Hinblick auf den S&P bzw. Position, die im Laufe seiner Laufbahn als Fed-Offizieller eben hier aufgebaut hat, getrennt hat. Denn wir können offensichtlich erkennen, wir handeln jetzt mittlerweile nahezu fast, ausgehend von diesen Niveaus, die er eben hier entsprechend getroffen hat, nahezu 10% unterhalb dieser Hochs. Das war kurz bevor der Fed-Taper angekündigt worden ist, bevor die Inflationssorgen begannen, eine Rolle zu spielen und dergleichen. Das macht natürlich einen ganz, ganz schlechten Eindruck, ehrlich gesagt. Ja? Dass da ein offizielles Fed-Mitglied offensichtlich über Informationen verfügt hat, die er dann zu seinem Vorteil genutzt hat. Mittlerweile ist er zurückgetreten, beziehungsweise er legt sein Amt nieder. Er ist nicht wirklich infolge dieses potenziellen Skandal, ich will es nicht übertreiben, aber dieser Entwicklung jetzt zurückgetreten, aber es ist durchaus etwas, was natürlich einen ganz faden Beigeschmack eben nach sich zieht und was auch zeigt, denn was für ein Zeitalter wir jetzt übergegangen sind, ganz klar kleptokratisches Umfeld, in dem wir uns einfach wiederfinden, was man berücksichtigen sollte bei seinen entsprechenden Positionierungen. Bevor wir, das habe ich hier gerade übrigens Mist gebaut, einen Augenblick, das war jetzt nicht so günstig. Bevor wir jetzt gleich kurz einen Blick werfen auf Öl, beziehungsweise dann auf die Entwicklung auch nochmal in Gold, beziehungsweise im Devisenmarkt, wo der Euro zum US-Dollar eben unter die 1,
16er Marke gefallen ist und auch sich unterhalb dieses Niveaus ganz deutlich hier halten kann. Also Euro US-Dollar können wir erkennen, ist jetzt unter 1,16 gefallen, konsolidiert im Bereich um die niedrigsten Stände seit September 2020 und ist eher prädestiniert dafür, über kurz oder lang in Richtung der 1,14er Region weiterverkauft zu werden. Aber bevor wir da einen Blick drauf werfen, ganz kurz zu Bed Bath Beyond. Es ist eigentlich nicht so spektakulär, ehrlich gesagt, aber ich will es trotzdem hier einmal zum Thema machen, um hier meine Gedanken einmal zu präsentieren. Also, wir können es ja hier schon erkennen. Massives Gap Down. Wir sind hier von 22 Dollar Roundabout gekommen. Die Aktie hatte sich schon seit geraumer Zeit recht bärisch präsentiert. Und wir hatten hier im Hinblick eben auf Bed Bath Beyond, hatten wir gesagt, dass das Key Level im Bereich um 20 liegen dürfte. Ich habe dann. Ich zeige das einmal ganz kurz hier. Also, das ist die Discord-Community. Ganz kurz einen Augenblick übrigens. Ich mache mal Folgendes. Ich stelle mal den Link dazu. Einen Moment. Ich stelle den Link dazu einmal hier ein in die Chatbox, beziehungsweise dann im Anschluss auch als Link unterhalb des Videos. Silber können wir auch einen Blick drauf werfen. Ich habe gesehen, Silber hat gestern auch ein sehr scharfes Reversal gesehen, das, was ich skizziert habe. Aber zunächst blicken wir einmal hier auf Bed Bath Beyond und auf die Gedanken, die ich hier formuliert hatte gestern. Also, und zwar, wir hatten in diesem Zusammenhang ja gesagt, da stehen Earnings an, gucken wir mal, wie die veröffentlicht werden, eventuell besser als erwartet, schlechter als erwartet, gucken wir einfach mal. Hatten in dem Zusammenhang gesagt, naja, besser als erwartete Earnings, wenn die uns zurück über die, ich glaube, 23 hiefen, dann wäre das ein positives Signal. Es kam anders, es kam dramatisch anders. Es war so, dass wir hier einen massiven Drop im EPS hatten, Earnings per Share. Wir hatten einen massiven auch Einbruch, na massiven Einbruch, ich will es nicht übertreiben, aber es war auf jeden Fall ein deutlich ausmachbarer Einbruch im Bereich Revenue. Das ist ein Einzelhändler an der Stelle, Verweis auf die aktuell anziehende Inflation in dieser Konstellation. Also das waren auf jeden Fall auch reduzierte Guidance. In dem Zusammenhang, es waren wirklich richtig schlechte Zahlen. Die Zahlen, die sind sogar dann, also die haben zu einem massiven Anstieg im vorbörslichen Volumen geführt. Also im Schnitt werden in der Aktie rund 3,5 Millionen Aktien gehandelt. Habe ich das hier reingeschrieben gehabt? Mal gucken. Ich glaube, ich habe das später dann etwas später geschrieben hier. Da kann man es sehen. Also 5,7 Millionen Stücke sind vorbörslich gehandelt worden. Das ist tatsächlich nochmal ein bisschen gestiegen. Über 6 Millionen Stücke dann bis zum Opening um 15:30 Uhr. Im Schnitt werden da rund 3,5 Millionen Stücke gehandelt. Und also das war ein hohes, sehr, sehr hohes Interesse. Es hat dann sogar dazu geführt, dass in dem Fall hier Zero Hedge darauf aufmerksam geworden und entsprechend hier das zum Thema gemacht hat. Bed, Blood, Bath and Beyond war die Headline, also ein extrem bärisches Sentiment. Das hat man auf breiter Front auch gesehen. Also egal, wo man es geschaut hat, ob es jetzt Benzinga war, ob es generell der Fintwit-Bereich war. Es war ein sehr, sehr bärisches Sentiment. Und ich habe dann in dem Zusammenhang meine initial formulierten Anpassungen, die eigentlich ein Short zum Thema gemacht hatten und Ziele zum Thema gemacht hatten, die dann schon in der Vorbörse erreicht worden sind, habe ich das angepasst und habe eben gesagt, hier CAV. Technisch könnte ein scharfer Bounce bis 18, eventuell 19 denkbar werden. Und dann habe ich entsprechend zwei Szenarien formuliert. Das eine ist es dann geworden, die 16, ich hatte die als Inflection ausgemacht, die 16 konnte gehalten werden hier. Das war kurz nach der Eröffnung. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann man gar nicht hier so gut sehen, oder? Kann das sein? Ja, doch. Das war ja hier so in dem Dreh. Das hat ein bisschen gedauert tatsächlich. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, die 16 konnte gehalten werden. Und ich habe das dann eben genutzt an der Stelle, dass das Halten dieser Region und den Rücklauf hier an der Stelle über den VWAP habe ich dann dazu genutzt, eben da mich long gegen diesen Bereich zu positionieren. Auf das Halten von VWAP. Das fällt hier nicht so gut auf, deswegen gehe ich gehe mal ganz kurz in meinen Chart hier. Da habe ich das nochmal ein bisschen, da kann man das vielleicht auch ein bisschen deutlicher erkennen, weil es in schwarz gehalten ist. Der Kontrast ist da ein bisschen größer. Also, ich hatte da. So, ich hatte da diese Konstellation hier gesehen. Also das Halten um die 16, das war meine Inflection. Wir sind hier zur Eröffnung recht volatil reingekommen und dann kam einfach eine recht scharfe Gegenbewegung, die uns zurück über VWAP geführt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich in diesem Bereich gegen VWAP mich long positioniert habe, aber also hier noch nicht. Ich habe mich dann hier gegen diesen Bereich positioniert. Ich habe, glaube ich, den Entry ein bisschen verbockt, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen zu spät, bin ich in den Trade reingekommen. Also ein bisschen zu spät heißt an der Stelle rund 10 Cent schlechter, als ich es eigentlich gewollt hätte. Und hat dann halt auch ganz klar gesagt, wenn wir den VWAP droppen
an der Stelle also nochmal drunter fallen, dann möchte ich auch nicht mehr long sein. Also ich habe dann gegen den entsprechend riskiert. Der Drop kam hier, dadurch kam der dann, wenn auch kleiner Verlust, aber dennoch, es war ärgerlich, weil wir haben nämlich dann gesehen, dass wir die 16 haben weiter halten können. Ich hatte mich aber hier schon davon verabschiedet, mich nochmal positionieren zu wollen. Einfach, weil das übergeordnete Bild sich auch nicht wirklich stark präsentiert hat. Also übergeordnet willst du in so einem relativ starken Titel, selbst wenn er sehr stark überdehnt ist auf der Unterseite, dann nicht unbedingt long sein. Und wir haben dann gesehen, wir drifteten auch relativ, aber dennoch tatsächlich bis in Gefilde in den Folgestunden, bis in Gefilde eben hier um die 18er Region. Und das hat dann, das ist ein Minutenchart, das hat dann eben tatsächlich bis um roundabout 21 Uhr gedauert, aber sind wir fast punktgenau in die 18 gelaufen, also dieses Level, was ich da zum Thema gemacht hatte. Wir haben da nicht stark schließen können, aber nichtsdestotrotz, der Gedanke, der hat an der Stelle, also das Research hat auf jeden Fall relativ gut gepasst für die Aktie eben an der Stelle. Und ja, also das nochmal ganz kurz zur Einordnung, Stichwort Sentiment, wenn die Situation sich beginnt, sehr dramatisch darzustellen, hier kann man übrigens auch das vorbörsliche Volumen sehen, also dann in der Nachbörse ist auch nochmal ganz, in der Nachbörse, während des Gassehandels natürlich eine ganze Menge gelaufen, bereits hier ein extrem hohes Volumen im Pre-Market bereits auf den Earnings Release, dann kann es durchaus sinnvoll sein, besonders wenn wir auf der Unterseite in dem Fall oder auf der Oberseite, je nachdem, sehr weit gelaufen sind, antizyklische Engagements eben in Betracht zu ziehen. Das ist das, um was es hier an der Stelle hauptsächlich gehen soll und weswegen ich das hier zum Thema mache. Und ähnlich hat sich die Konstellation eben heute früh auch im DAX dargestellt, bei diesem kurzen Flash unter die 15.000er Marke. Das ist jetzt nicht vergleichbar, wirklich 100% vergleichbar, weil wir keine Earnings Release oder dergleichen hatten, aber zumindest mal, wie man das Sentiment und den Bias im Markt eben hier nutzen kann an dieser Stelle. Und dann machen wir Folgendes. Ich gucke mich gerade auf die Uhr. Jetzt muss ich mich langsam ein bisschen sputen. Also erstmal, ich mache ganz kurz Silber und dann gucken wir auf WTI. Also ich hatte gestern gesagt, dass ich mich hier long positionieren möchte in Silber. Dafür möchte ich sehen, dass wir diese Trendlinie erstmal in der Lage sind zu brechen, die sich hier herauskristallisiert hat. Nach diesem Flashout, der hier am Mittwoch stattgefunden hat, unter die 22er Marke. Das ist jetzt erfolgt. Also wir sind diesen Bereich angelaufen. Wir konnten jetzt die 22 hier tatsächlich halten und ziehen jetzt wieder in Richtung der Hochs an. Das ist, ich finde, ein sehr starkes Signal. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Gedanke, dieser Trading-Gedanke, den ich gestern hier formuliert habe, gegeben ist. Das, was wir jetzt ein bisschen als problematisch vielleicht haben, ist, dass wir natürlich auf diesen direkten Break jetzt hier long uns nicht unbedingt positionieren wollen. Ich würde wahrscheinlich aktuell ein Limit legen auf die 22,20. Die würde ich haben wollen. Und den Stop würde ich platzieren unterhalb der 22 zunächst. Also hier diese Tiefs. Mit Scale-Out sollten wir unter die 22,10 laufen. Also das ist hier oben jetzt ein... Oh, Verzeihung, übrigens, das ist ja ein 5-Minuten... Das ist ja ein Minuten-Chart. Das ist ein bisschen klein. Einen Moment. 5. So. Das ändert sich jetzt nicht an den Leveln, aber nichtsdestotrotz in der Darstellung sollte das schon... So. Also, wie gesagt, hier gegen diesen Bereich, kleinen Top-End vielleicht, 22,19 hätte ich jetzt einen Buy-Limit gegen diesen Bereich. Ausskalieren würde ich in dem Fall, wenn wir unter 22,10 rutschen und Stop der Gesamtposition würde ich hier wahrscheinlich im Bereich 21,25 setzen. Und die Idee dahinter wäre, dass wir eben hier eine jetzt extensiertere Aufwärtsbewegung zu sehen bekommen, die uns vielleicht sogar zurückführt in Richtung 23. Würde natürlich möglich durch die anstehenden ISM Manufacturing Zahlen, die dort um 16 Uhr, wie ich gesagt hatte, veröffentlicht werden. Also das wäre ein potenzieller Treiber. Solch eine bullische Gegenbewegung würde auch möglich übrigens in einem Umfeld, wo wir jetzt vielleicht ein Austoppen der Zinsen zu sehen bekommen, durch welche Spekulation auch immer. Auch das ist übrigens etwas, was ich auf den Weg bringen würde. Und selbst wenn es einen enttäuschenden Datensatz gäbe oder diesen stagflationären, tendenzbegünstigenden Datensatz, wäre es dennoch so, dass ich in dieser Konstellation sagen würde, nun ja, selbst wenn die Zinsen einen kurzen Spike auf der Oberseite sehen, könnte das dazu führen, dass dennoch die Realverzinsung sich eher jetzt wieder deutlich negativer präsentiert, was dann eben für Edelmetalle einen bullischen Treiber eben nach sich ziehen würde. Einmal hier der Blick auf Crude. Wie gesagt, da war heute die Frage, ich zeige das mal gleich ganz kurz, da war hier die Frage in der Discord-Community, da gehe ich mal kurz drauf. So, also hier, nämlich ob es da ein mögliches Doppeltop ist, was sich hier herauskristallisiert. Das hier oben ist der Stundenchart,
könnte natürlich zu dieser Einschätzung jetzt hier kommen. Also ich mache das auf der Stunde am besten. Ich glaube, das ist am geeignetsten. Man könnte zu solch einer Einschätzung natürlich kommen. Ich würde allerdings eher sagen, das, was wir hier gerade zu sehen bekommen, das ist eher eine gesunde Konsolidierung, die ein nächstes potenzielles Leg-up eventuell hier begünstigt. Also sprich, anders formuliert, eine Seitwärtskonsolidierung, die sich vielleicht noch ein paar Stunden, vielleicht auch Tage weiter erstreckt. Ich würde versuchen wollen, gegen die 74 mich vielleicht long zu positionieren. Das wäre für mich ein Bereich. Ein Stück weit tiefer vielleicht, wenn wir jetzt hier einknicken und um ein bisschen bärischere Action zu sehen bekommen, könnte auch die 73er-Region ganz interessant sein in dieser Konstellation. Stop lege wahrscheinlich so um 72,50, also knapp unterhalb hier dieses Aufwärtstrendkanals. Ich würde sagen, wenn wir aus dem rauskippen, dann möchte ich auch ungern weiter long sein. Aber solange wir uns innerhalb dieses Kanals eben hier bewegen, ist das nicht unbedingt ein Doppeltop, sondern einfach nur eine kurzfristige Topbildung, die eine Seitwärtskonsolidierung einfach begünstigt. Und wo ich über kurz oder lang mir durchaus vorstellen könnte, dass wir in diesem Continuous Contract, das ist ganz wichtig, also nicht, dass man sich jetzt hier wundert, wenn man sich jetzt einen Ölpreis irgendwo anschaut, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber dass es da zu Diskrepanzen kommt, das hat damit zu tun, um solch einen Continuous Contract in der Lage zu sein, auf den Weg zu bringen, als CFD anzubieten, nimmst du verschiedene Laufzeiten, die dann der jeweilige Future zugrunde legt. Und wenn du jetzt in dem Fall beispielsweise den aktuellen Kontrakt nimmst, den derzeitigen Oktober, September, Oktober, ist es jetzt schon November-Kontrakt und dann den nächsten Kontrakt den Januar wählst, hast du einen anderen Preis, als wenn du als nächsten Kontrakt zum Beispiel den Dezember wählst oder den Februar. Da kommt es zu leichten Unterschieden, also nur, dass das klar ist, wo da die Diskrepanzen im Pricing herkommen. Aber die Kursentwicklung, die ist in allen sehr, sehr stark positiv korreliert, unabhängig von den Laufzeiten. Und also Fakt ist auf jeden Fall, wie gesagt, 73 auf der Unterseite. Wie gesagt, vielleicht, wenn wir seitwärts ausdriften, ist es dann nur die 74 gegen diesen Bereich. Stop wäre in dem Fall bei Break oder generell. Ich würde den Trade rausnehmen, ob ich den jetzt genauso hart dann formulieren würde oder ob ich das nicht eher beobachten würde, weil es sich hier schwer machen dürfte, eben einen Hard Stop zu formulieren bei solch einer Diagonalen entsprechend. Aber ich würde mal sagen, 72,50, das ist vielleicht ein Stop-Level, wo wir die Position geben sollten. Und bis jetzt, wie gesagt, spricht eigentlich einiges dafür, dass wir eher kurzfristig als längerfristig eben in Richtung und über die 80er-Marke dann im WTI wieder laufen dürften. So, das zu Hilbert, das zu WTI. Wie gesagt, Euro hatten wir gerade, da gibt es nicht viel mehr zu sagen, außer dass das jetzt hier eine klassisch bärische Konsolidierung ist. Ziel auf der Unterseite bei weiterer Abwärtsdynamik und anhaltender US-Dollar-Stärke ist der Bereich um 1,1350, 1,14. Und hier noch vielleicht ganz kurz der Blick auf Gold. Da können wir uns oberhalb, ich mache das mal ein bisschen größer. Da können wir uns hier oberhalb jetzt von 1750 wieder so ein wenig präsentieren. Das finde ich dahingehend ein positives Signal, weil es zeigt, dass wir eventuell dann hier dieses Flush-Out-Szenario, das funktioniert jetzt hier nicht ganz, also ein Stück weit noch tiefer. Nicht viel, nur ein bisschen, aber solange wir die 1750 halten können, finde ich das eigentlich ein positives Signal. Diese Abwärtssequenz ist hier gebrochen worden, die wir hier zum Thema gemacht hatten. Also wenn wir diese hier heranziehen, das ist ganz klar erkennbar, dass dieser Abwärtsmodus, dieser Flashout-Moment eben jetzt gebrochen ist und die Rückeroberung der 1740 ein potenziell positives Signal. Also sprich, wenn wir jetzt hier diesen Bereich Intraday besonders um 1750 halten können, könnte auch hier ein Long ganz interessant sein, Chance-Risiko-Verhältnis. Technisch kommen wir mit kleinem Risiko rein und spekulieren im Grunde genommen darauf, dass es zumindest mal kurzfristig diesen Stint in Richtung der 1780er-Region auf der Oberseite gibt, begünstigt eben durch das Makro-Play dann oder die Makro-News, die heute dann veröffentlicht wird, im Hinblick eben auf den ISM-Manufacturing-Datensatz. So, ja, das wäre es meinerseits gewesen. Entschuldigt bitte, dass das jetzt ein bisschen hektischer wird, aber es geht um die Anmeldung meines Sohnes in der Schule. Insofern, da sollte ich vielleicht dann nicht unbedingt beim ersten Zusammentreffen, sollte ich nicht unbedingt zu spät kommen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören wieder voneinander am Montag, 10:30 Uhr hier gemeinsam mit Markets. Abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Und ja, soweit meinerseits. Also Twitter, wie gesagt, per Mail gerne auch euch an mich wenden. Und das wäre es meinerseits zunächst gewesen. Also habt ein schönes Wochenende. Wir lesen sicherlich heute Nachmittag noch mit den US-Märkten voneinander. So lange wird das nicht dauern, aber nichtsdestotrotz, bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.